Und da sind wir wieder zurück. Wiedergeboren. Ihr seid zurück. Tropfnass vom Blut aus dem Mutterleib. Ihr seid wiedergeboren. Euer altes Leben, alles, was ihr einmal wart, liegt in dieser Höhle begraben. Was war das für ein seltsamer Ort? Darth Rehmanns Schrein. Jedes Stück von Rehmanns Leben, das wir zusammentragen konnten, ist in dieser Höhle. Es ist das Letzte, was Anwärter sehen, bevor sie sterben. Wie fühlt es sich an? Keine Verpflichtungen mehr? Unbelastet von der Vergangenheit? Wie ist es, wenn die Welt einem neu geschenkt wird? Es fühlt sich anders an. Einfach anders. Das soll es auch. Ihr habt es gut gemacht. Ich bin stolz, dass ihr euer neues Leben als Revaniter begonnen und die Loyalität zu uns über alles gesetzt habt. Diese Gabe soll euch in eurem neuen Leben leiten. Sie wird euch daran erinnern, was ihr nun seid. Geht jetzt. Möge die Macht euch Stärke verleihen. Sprich mit Ladra. Machen wir das da. Kommt her. Sprecht mit mir. Wir alle sind Schüler Darth Rehmanns. Und ich genieße die Gesellschaft von neuen Mitgliedern. Ich erinnere mich an die Zeit, in der ich wie ihr war. Ich erinnere mich an meine Prüfungen und die Freude, mit der ich im Namen des Meisters tötete. Ihr habt so viel Glück. Wie oft will der Meister, dass jemand getötet wird? Der Meister muss nicht wollen. Er vertraut mir diese Last der Verantwortung an. Ich bin Ladra. Einst war ich persönliche Attentäterin eines Sith Lords. Und nun bin ich die reine Beschützerin des Meisters und seiner Schüler. Ich denke stets an Rehmanns Lehren, wenn ich Eindringlinge und Ketzer hinrichte. Doch ich leite auch neue Mitglieder an und helfe bei der Festlegung ihrer Prüfungen. Eure Weisheit muss groß sein, Ladra. Wollt ihr sie teilen? Natürlich will ich das. So ehre ich den Meister. Jede Initiation bei den Anhängern Rehmanns enthält auch eine Prüfung der Vergangenheit. Ein Ritual, das neue Mitglied an Rehmann binden soll. Euer Ritual wird etwas ganz Besonderes. Ihr werdet die Maske von Darth Rehmann suchen. Er trug sie, nachdem er ein Sith geworden war. Sie ist ein mächtiges Symbol seiner Großartigkeit. Lange verloren geglaubt. Ich bin geschickter am Zerstören als in der Schatzsuche. Zerstörung soll es auch geben. Das verspreche ich. Die Maske befindet sich in einer Antiquitätensammlung meines früheren Lehrers, des Sith Lords Krathan. Sie muss vor diesem Ketzer beschützt werden. Gerettet werden in einem Regen aus Blut und Tod. Es wird nicht leicht sein, einen Diebstahl bei einem Sith Lord zu überleben. Rehmann sah dem Tod stets ins Gesicht und wurde so immer stärker. Und das werdet ihr auch. Sprecht mit Torun, unserem Verwalter. Er weist euch in die spirituellen Dinge ein, die ihr wissen müsst. Und sagt euch, wo die Maske ist. Wenn eure Reise beendet ist, bringt die Maske zu mir. Viel Glück. Genießt den Frieden, den es bedeutet, dem Meister zu dienen. Mhm. Interessant. Was haben wir denn hier? Ich hatte keinen Besuch. Fremde Person an sich. Doch verweilt ruhig und sprecht mit mir. Ich bin Torun, treuer Diener des Meisters und Schüler von Rehmann. Was kann ich für euch tun? Ich bin Torun, was kann ich für euch tun? Yeah! Ich hätte es wissen müssen. Ich soll euch rituell darauf vorbereiten, Rehmanns Maske zu suchen. Das ist nicht nötig. Ladra gehört den Rehmannitern an. Sie ist besessen von dieser Maske. Angeblich spricht die Maske mit. Ladra will, dass die Maske alles darstellt, was Rehmann jemals war. Aber er war nicht einfach nur ein Sith. Bevor er wiedergeboren wurde, war er ein Sith und ein Jedi. Was immer Rehmann war, nur als Sith-Besitz machen macht. Wenn ihr das glaubt, warum dann Rehmann überhaupt folgen?
Es ist verführerisch, in materiellen Dingen nach Antworten zu suchen. Ladra will mit der Maske zeigen, dass Reva nur der dunklen Seite angehört. Ich will nicht, dass diese Maske der Mittelpunkt unseres Ordens wird. Bringt sie mir. Ich werde sie bei einigen gleichgesinnten Gelehrten sicher aufbewahren. Was ist mit meiner Initiation? Ich bin sicher, dass Ladra euch eine große Summe für die Maske versprochen hat. Die kann ich nicht überbieten. Aber ich kann euch versprechen, dass eure Initiation gut vorangehen wird. Werdet ihr mir helfen, den wahren Revan zu bewahren? Oder lasst ihr zu, dass Ladra alles mit einer Sith-Reliquie überschattet? Ich habe Ladra versprochen, ihr die Maske zu bringen. Ich verstehe. Doch ich hoffe, ihr bedenkt die Folgen. Ich muss euch nicht bitten, vorsichtig zu sein, aber möge die Macht mit euch sein. Möge sie euch stark machen und eure Wiederkehr anleiten. Echt, verlangt er das Maske zu dem bringen, dann kann er nicht mal die Summe überbieten. Nee, nee. Nix da. So weit kommt's noch. Gut, dann auf zu Reban. Da müssen wir ja sowieso hin. Bin ganz froh, dass wir jetzt ein Fahrzeug haben und nicht mehr alles ablaufen müssen hier. Hm, warte mal. Lotsoffer sucht noch aktive Mitglieder. Gut, ich glaube, mit dem Char in irgendeine Gilde zu gehen, das ist eher überflüssig, weil wir spielen den dann ja nicht weiter. Ne? Wisst ihr ja. Oder ich spiele den zumindest nicht weiter, wenn wir hier mit dem Let's Play fertig sind. Irgendwann mal, in ferner Zukunft. Hab ich denn eigentlich schon? Nein. Aber die Hammerstation hatten wir ja schon mal, ne? Als Flashpoint. Ich glaube, wir warten bis zum nächsten Flashpoint. Wir sind ja sowieso momentan auf einem guten Level für Drum und Cars. Ich denke mal, ein Level werden wir noch schaffen, bevor wir Drum und Cars dann auch verlassen wieder. So, wir schalten uns erstmal hier ein bisschen was frei. Wir sind startklar. Das auch. Ah, und da haben wir endlich einen Briefkasten. Von Darth Barras. Deine Hingabe an Brutalität ist lobenswert, mein Schüler. Lies Commander Pritchs Bericht und denke an die Bedeutung der Aggression. An Darth Barras von Commander Pritch. Betreff Sklavenanführer. Die Sklavenanführer sind tot, mein Lord. Euer Schüler hat sie ausgelöscht, die dumm genug waren, euch zu erpressen. Die überlebenden Sklaven führen nun mit wiedererwachter Stärke dem Aufstand, den ihr eingeleitet habt. Nun wissen sie, was es bedeutet, dem großen Darth Barras zu enttäuschen. Ich werde den Aufruhr weiterhin übermachen. Dank eures Schülers mit der Gehorsam der Sklaven für diese Gehorsam der Sklaven gesichert hat für die Zukunft. Mensch. Boah. So, bitte hallo. Stehen und lass die Waffen stecken. Die Drohnen scannen euch jetzt. Alles in Ordnung. Verzeiht bitte, wir sind auf der Hut vor Lord Gratons Leuten. Ich bin es leid, ihn auf meinen Jungs rumtrampeln zu lassen. Mein Lichtschwert ist die einzige Autorisierung, derer ich bedarf. Bei allem Respekt. Nur weil ihr ein Sith seid, lasse ich euch noch lange nicht durch. Nicht, wo einer eurer Sorte das Problem darstellt. Hört zu, bleibt doch noch. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt, aber Gratan ist ein Albtraum. Der Sith-Lord ist abtrünnig geworden. Er ist auf seinem Anwesen jenseits der Mauer. Er hat Waffen, Schilde und einen Kader an Wissenschaftlern, die neue Technologien gegen uns entwickeln. Gratan verlangt Respekt und Autorität vom Rat der Sith. Also hat er sich, wie bei den Sith üblich, gegen seine Meister gewandt, um seine Macht zu beweisen. Jetzt plagen wir uns mit seinem Wahnsinn rum. Wenn ihr also sowieso hier seid, um Gratan Probleme zu machen, könnt ihr uns genauso gut helfen. Ich lebe, um dem Imperium zu dienen. Es ist so, diesem Sektor sind fast 100 Männer zugeteilt.
Einige auf der Mauer, einige beobachten Gratan. 20 sind verschwunden. Meine Jungs, quasi meine Kinder. Gratan hat sie mir genommen und ich will sie zurück. Warum sollte Lord Gratan Soldaten entführen? Ich weiß auch nicht, was Lord Gratan von ihnen will. Vielleicht hält er sie als Geiseln, um uns zu demoralisieren. Wer weiß das schon? Wenn ihr ohnehin auf Gratans Grund müsst, holt sie da raus. Sagt ihnen, sie sollen sich bei der Herzogin melden. So, nennt sie. Ich übernehme das. Berichten zufolge hat Gratan Gefangene in einen anderen Flügel überführt. Ich weiß nicht, ob es sich um meine Leute handelt, aber man sollte der Spur nachgehen. Seid vorsichtig. Gratan ist nicht zimperlich. Alles klar. Finde die vermissten Kampfsoldaten. Nehmen wir uns mal aufkommen. Ja, nehmen wir uns mal mit hier. So, dann mal auf zu Gratans Anwesen. Aber da vorne wartet noch eine kleine Quest auf uns. Wir müssen sehr vorsichtig sein. Lord Gratan hat seine Augen überall. Er ist sehr misstrauisch allen Fremden gegenüber. Er darf nicht sehen, was wir tun. Ich möchte einen Namen hören. Na los. Captain Brynn, Sondereinheit der Imperialen Armee. Diese Arbeit erfordert höchste Konzentration, ein besonderes Gemüt. Gratan ist eine Bedrohung, eine große Bedrohung. Der Typ verrückter Wissenschaftler. Er mag Waffen, Cyborgs, Droiden, ergonomische Stühle. Mein Auftrag ist, ihn im Auge zu behalten, auf alles zu achten, was verdächtig ist. Ich weiß jedoch nicht, was ihr hier tut. Ich werde Lord Gratans Anwesen stürmen. Das dachte ich mir. Scharfe Augen. Ich sehe sowas sofort. Ich möchte nicht aufdringlich sein, doch da ihr diesen Weg beschreitet, könntet ihr mir wohl helfen? Ich höre zu. Wo liegt das Problem? Nun, ich habe die Anweisung, auf Distanz zu bleiben und Lord Gratans Anwesen weder zu betreten, noch auf sonstige Weise Aufsehen zu erregen. Ich soll jedoch Informationen über ein bestimmtes Geschütz beschaffen. Einen Prototyp, für den der abtrünnige Lord Pläne haben soll. Das Imperium will das Geschütz in Serie bauen. Was ist an diesem Geschütz so besonders? Ich kenne keine Einzelheiten. Nur, dass es sehr zerstörerisch sein soll. Lord Gratan versteckt die Geschütze irgendwo auf seinem Grundstück. Ich werde ja selbst danach suchen, aber Befehl ist Befehl. Ich muss die Stellung halten. Da ihr nun schon hineingeht, könntet ihr wohl nach den Plänen für diese Geschütze Ausschau halten? Jetzt wird sich zeigen, wozu Sith in der Lage sind. Ausgezeichnet. So muss das sein. Die Sache ist nur, dass ihr nur an den Geschützen vorbeikommt, wenn ihr eine Wache ausschaltet und euch einen Sicherheitsausweis besorgt. Die Sicherheitsausweise senden ein Signal an die Geschütze, das den Träger als verbündete Einheit identifiziert. Besorgt euch zuerst einen Sicherheitsausweis von einer Wache. Dann sucht die Geschütze und holt die Pläne dafür. Einfach, oder? Ich werde hier draußen die Augen offen halten. Genau, wo wir uns getroffen haben. Ist total einfach. So, dann bauen wir mal das Anwesen von Lord Gratan stürmen. Müssen wir denn jetzt alles hin? Ah, gehen wir mal da geradeaus, da könnten wir zum Eingang kommen? Ja, da kommen wir auch zu einem Eingang. Ich find's nur doof, dass die hier alle schon ein bisschen Randale machen. Na, wir können hier eine schöne Bonusreihe holen. Yeah.
sind noch zwei. Die holen wir uns natürlich auch. So, Nummer 1 und du bist Nummer 2. Sehr schön, vielen Dank, Tweak. Ich komme allein. Lord Gratan ist mein Feind. Aber wer? Bis dem kann ich stoppen. Durch Zuweisung der Prioritäten. Ich bin Fenrich Tolbershan. Sieben, bitte. Schickt euch die Herzogin. Bitte helft mir. Euer Captain schickt mich, um euch und die anderen zu befreien. Wir haben versagt. Wir konnten uns nicht verteidigen. Gratans Leute nahmen uns gefangen für Experimente. Die Wissenschaftler bohrten unsere Köpfe auf und steckten uns in Droiden. Identifizierung Modell OHK 99. Sie programmieren uns für fortschrittliche Intelligenz. Verbesserte Kampftaktik. Meine Leiche liegt noch drüben. Ich kann sie sehen. Diese Verrückte ist nichts verglichen mit der Macht. Dann zerstört sie. Zerstört diese Technologie. Ich bin der Letzte. Die anderen wurden umgerüstet. Sie können nicht reden. Nicht ungehorsam sein. Aber sie denken. Sie fühlen. Bitte hört zu. Ihr könnt uns abschalten. Sendet den Abschaltcode von der zentralen Steuerungskonsole. Bitte. Ihr könnt dem ein Ende machen. Benutzt die Steuerungskonsole. Ich kann nicht mitkommen. Motor und Kampfsysteme außer Funktion. Macht, dass die Schmerzen aufhören. Na gut. Hier nehmen wir mal mit. Zack. Und hier hoch. Wer steht denn da? Die wollen wir gleich mal wegmachen hier. Mit dieser Konsole können die OHK abschalten oder veranlassen, dass sie beim Imperium melden. Beim Imperium melden. Ich hab ja gesagt, dass wir auf die dunkle Seite gehen. Das war jetzt irgendwie sehr leicht. Und runter und zack. So, müssen wir jetzt lang. Gehen wir mal rüber. Ach, hier ist noch ein bisschen das Objekt. Das nehme ich natürlich mit. Das nehme ich natürlich mit. So, geradeaus ist momentan nix.
erstmal hier noch ein bisschen durchkämpfen.